Seit bald einem Jahr herrscht Krieg in der Ukraine. Und während es im Sommer so aussah, als ob die Ukraine kurz vor dem Sieg steht, wendet sich jetzt anscheinend das Blatt. Das liest man, hört man zwar nicht in Deutschland, in unseren Medien, aber teilweise im Ausland. Umso erfrischender war es jetzt tatsächlich sogar auf NTV dergleichen etwas zu hören. Und zwar vom österreichischen Oberst Markus Reisner, der völlig neutral und nüchtern eine Standortanalyse gemacht hat, einen Status quo. Und da muss man dazu wissen, Österreich ist nicht Teil der NATO. Natürlich ist Österreich eher an der westlichen Welt orientiert, aber wir haben ja unterschiedliche Informationslagen. Und wenn man ein bisschen recherchiert, auch über den Tellerrand hinausschaut, dann war das seit Wochen, Monaten natürlich schon zu sehen und zu hören. Und weil wir seit Beginn des Krieges natürlich nur eine Meinung zulassen und ja fast schon wieder auch wieder Propaganda haben, wahrscheinlich genauso wie auf der russischen Seite, ist es umso wichtiger, versuchen, die Komplexität zu sehen, aber neutral, nüchtern und anhand von Daten und Fakten. Und deswegen möchte ich heute in diesem Reaction-Video mit euch gemeinsam dieses Interview durchgehen und ein bisschen kommentieren. Und natürlich gibt es auch viel Bildmaterial auf den sozialen Medien, teilweise schreckliches Bildmaterial. Es ist in der Zwischenzeit ein ekelhafter Stellungskrieg, also wirklich wie eigentlich zu Zeiten des Ersten Weltkrieges, dass da Gräbenkämpfe stattfinden, Häuserkampf und ja, es ist eine Materialschlacht. Es ist wirklich, man kann nur hoffen, dass dieser Krieg bald vorbei ist. Also ich möchte niemandem empfehlen, sich diesen Content anzuschauen in den sozialen Medien, weil was da abgeht, ist wirklich die reine Hölle. Man kann es sich vorstellen, man hat vielleicht die Bilder noch aus den Geschichtsbüchern im Kopf des Ersten und auch Zweiten Weltkrieges. Aber es ist, wie gesagt, leider eine absolute Materialschlacht und es sind schon viele Hunderttausende jetzt wohl gestorben auf den Schlachtfeldern. Schauen wir uns das Interview mal an. Es lief, wie gesagt, bei NTV am 23. Januar und wirklich ein Novum, dass man mal sowas auf dem Äther hört. Es ist mittlerweile Tag 334 im Krieg in der Ukraine. Oberst Reisner, was würden Sie sagen, wie kritisch sieht die Lage an der Front für die Ukraine aktuell aus? Ja, die Herausforderung besteht darin, dass die Ukraine letztes Jahr es geschafft hat, in der einen oder anderen Offensive quasi das Momentum aufrechtzuerhalten. Und dieses Momentum hätte sie weiter aufrechterhalten müssen. Das ist aber jetzt abgebrochen. Ich zitiere hier den US-Generalstabschef General Milley und der sagt, dass also die Situation momentan eher der eines Stellungskrieges gleicht und dass es hier wichtig ist, dass die Ukraine wieder in die Offensive gehen kann. Denn das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Oberst Reisner hier erwähnt, nämlich, dass man das Momentum dieser Sommeroffensive, wir wissen ja, im Sommer hat die Ukraine große Landgewinne gemacht, große Fortschritte gemacht, dass man dieses Momentum aber nicht aufrechterhalten konnte, weil unglaublich viel Menschen, aber auch Material verbraucht wurde, um es mal diplomatisch auszudrücken. Und es gab keinen Nachschub. Und deswegen ist dieses Momentum zum Stocken gekommen. Und deswegen ist dieser Stellungskrieg wie eigentlich im Ersten Weltkrieg. Gräben wurden dort ausgehoben und man versucht, meterweise sich voranzugraben, kann man schon fast sagen. Und das ist, was man eher seltener zuletzt in den Medien gelesen hat. Also Fakt ist, die Ukraine hat einfach kein Material mehr und hat auch sehr, sehr, sehr hohe Zahlen an Opfern zu beklagen. Je länger die Ukraine damit wartet, desto mehr hat Russland Zeit, sich an den entsprechenden Linien einzugraben, sich zu konsolidieren und vor allem Truppen heranzuführen, jene Truppen, die in den letzten Monaten gefehlt haben. Mhm. Also ja, hier wird die Mobilmachung besprochen. Während die Ukraine eigentlich einen Abnutzungskrieg führt, hat Russland sich neu mobilisiert. Es wurden 300.000 weitere Soldaten eingezogen. Manche sprechen sogar von 500.000. Man konnte sich zurückziehen, neue Strategien entwickeln, Kräfte sammeln und natürlich auch einen neuen Schlachtplan entwerfen. Und die Ukraine ist eher dabei gewesen, sich aufzureiben. In der Zwischenzeit werden sogar schon 60-Jährige herangezogen. Warum? Weil die Ukraine schon die 8. Mobilisierungswelle am Laufen hat. Also sehen wir hier tatsächlich wahrscheinlich, dass das Pendel von der Ukraine momentan eher Richtung Russland umschwingt, auch wenn man das natürlich jetzt im Westen nicht hören möchte. Aber wir müssen einfach ganz nüchtern und objektiv die Fakten anschauen. Und ich habe schon vor über einem Jahr gesagt, nicht vor über einem Jahr, und ich habe schon vor Monaten gesagt, die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen können. Es geht nur eigentlich, den Krieg zu beenden über Diplomatie und das scheint sich leider jetzt zu bewahrheiten. Die Ukraine hat millionenschwere Waffen, Munitionslieferungen bekommen aus dem Westen. Da muss ich Sie korrigieren, es waren nicht Millionen, es sind Milliarden in der Zwischenzeit. Also da hat die Moderatorin wohl Millionen mit Milliarden verwechselt.
reicht das nicht aus? Ja, das ist die Herausforderung eines Abnutzungskrieges, wo sie quasi gezwungen sind, immer wieder Kräfte nachzuführen und diese nicht geschlossen einsetzen können oder ein hohes Risiko eingehen, wenn sie warten, diese Kräfte zusammenführen und dann in den Einsatz bringen, weil möglicherweise die Initiative dann an den Gegner übergeht. Wir haben also enorme Waffenlieferungen gesehen. Diese Waffenlieferungen haben vor allem dazu gedient, die ukrainischen Streitkräfte, vor allem die Landstreitkräfte, immer wieder neu auszustatten. Das hat auch die Offensiven möglich gemacht bei Kharkiv und auch bei Kherson. Aber man darf nicht vergessen, Russland hat vor allem aus der Zeit der ehemaligen Sowjetunion noch enorme Bestände. Und diese Bestände führt es heran und die müssen natürlich niedergekämpft werden. Und das macht es so schwierig für die Ukraine. Sehr wichtiger Punkt. Russland ist ein Riesenland, hat einen riesen Militärapparat, über 1,2 Millionen stehendes Heer. Anscheinend 4000 Panzer. Also wirklich Summen. Ich weiß nicht, was dann unsere 14 Leopard 2 Panzer bewirken sollen, wenn Russland 4000 Panzer hat. Es sind anscheinend 1000 russische Panzer zerstört worden. Ein Achtungserfolg. Aber wenn dann noch 3000 Panzer in petto sind oder auch wenn die Kriegswirtschaft neue produziert, dann ist es wirklich eine riesen Materialschlacht. Da wird allein durch die Menge an Material die Ukraine keine Chance haben. Und wenn wir nochmal 14 Panzer liefern. Ja? Also Fakt ist, wir dürfen die russische Armee nicht unterschätzen. Die haben sich wahrscheinlich seit Jahrzehnten auf sowas vorbereitet und haben die Lager voll. Man spricht auch von hunderten Millionen an Munition noch, die vorhanden sind. Genug Reservisten, bis zu 30 Millionen Reservisten, die man einziehen kann. Also das klingt nicht alle so, als ob man jetzt gegen so eine große Macht irgendwie Krieg führen möchte. Deswegen kann ich nur noch mal sagen, also ich bin nach wie vor für die diplomatische Lösung. Die Herausforderung ist auch, dass die Ukraine ja über verschiedene Domäne quasi Ausstattungen verfügbar machen muss. Also wir reden jetzt natürlich sehr immer über das, was im Landdomain passiert, also was die Ausstattung der Landstreitkräfte betrifft. Aber vergessen Sie nicht, auf der strategischen Ebene ist es so, dass Russland Luftangriffe auf die Ukraine fliegt. Und hier ist es natürlich notwendig, dass die Ukraine auch zusätzliche Fliegerabwehrsysteme braucht. Das heißt, wir haben also einen mannigfaltigen Bedarf, der sich also hier ergibt aufgrund der Situation an der Front und in der Tiefe des Landes. Man spricht ja immer ganz viel gerade über Panzerlieferungen. Wie wichtig wären denn die aktuell, gerade vor diesem Hintergrund, den Sie gerade genannt haben, für die Ukraine? Oder sind es auch andere Dinge, die vielleicht jetzt aktuell wichtiger werden? Ja, da muss man sagen, dass in den letzten Monaten man schon klar erkennen konnte, dass wesentliche Waffensysteme trotz der Forderung der Ukraine nicht geliefert worden sind. Ja. Ich gebe Ihnen hier einige Beispiele. Wir hatten im Sommer den sogenannten HIMARS-Effekt, wo der Einsatz von 20 Stück HIMARS, die sind diese Mehrfachraketenwerfer gewesen, sehr erfolgreich quasi gegen die russischen Munitionslager eingesetzt worden ist. Die Ukraine hat aber 50 oder 100 gefordert, um einen durchschlagenden Erfolg zu erzielen. Amerika hat aber nur 20 geliefert und 18 zugesagt. Eine weitere Forderung war die Forderung nach Kampfflugzeugen, nach F-16 oder auch nach A-10 Erdkampfflugzeugen. Auch hier hat man sich sehr zurückhaltend bis jetzt gezeigt. Die Niederlande dürfte jetzt erkennen zu geben, dass sie möglicherweise F-16 liefert. Die Niederlande will F-16 liefern. Großbritannien überlegt, die F-35 zu liefern und wir sagen noch nein, es wird keine Kampfflugzeuge geben. Selenskyj fordert neben Kampfflugzeugen, U-Booten, wahrscheinlich bald noch irgendwie Raumschiffe, was weiß ich. Ja, also wir sehen einfach, die Ukraine ist de facto blank und ist völlig verzweifelt und verständlich auf der einen Seite, auf der anderen Seite besteht tatsächlich die Gefahr, dass das Ganze eskaliert. Das muss man ganz klar ansprechen und deswegen, ich wiederhole mich, aber Minsker Abkommen reaktivieren und diplomatische Lösungen, finde ich, das ist das einzig Wahre. Aber wenn man heutzutage natürlich für Frieden pocht oder für Diplomatie pocht, wird man ja gleich diskreditiert. Deswegen bin ich jetzt leise und wir gucken uns leider das Video von Oberst Reisner an. Also ein Punkt noch, und zwar kennt ihr das Buch Der Schlafwandler? Falls das euch interessieren soll, das ist ein sehr spannendes Buch. Da geht es auch um die Schrecklichkeiten des Ersten Weltkrieges. Dann kann ich gerne dazu mal ein Video machen. Schreibt es mal in die Kommentare rein. Und wenn dir der Content jetzt schon gefallen sollte, dann Abo drücken. Wenn dir der Content jetzt nicht gefallen sollte, Abo drücken. Im Buch Schlafwandler, um das noch kurz zu erwähnen, ging es genau um eigentlich die Situation, in der wir uns gerade befinden. Nämlich, dass keiner irgendwie überlegt hat, was bedeutet es eigentlich, wenn wir jetzt Schritt A und B machen? Was ist da der Rattenschwanz? Und dann war natürlich die Katastrophe eigentlich de facto perfekt, weil man dann sich in dem Weltkrieg befand. Und zwar im ersten und im zweiten und im dritten vielleicht. Naja, mal gucken. Kennende Präzisionswaffen, wie diese berühmten Atacams, von denen wir immer wieder hören. Auch da ist es so gewesen, dass Amerika sehr auf der Bremse gestanden hat, aber auch diese Waffen könnten natürlich einen Unterschied machen als solches. Und wir sehen natürlich auch, dass in anderen Bereichen durchaus eine hohe Zurückhaltung herrscht und darum ist jetzt diese Debatte um die Lieferung von Kampfpanzern
vor allem sehr symbolisch auch zu sehen, denn in Wirklichkeit gibt es eine Reihe von anderen Waffensystemen, die es ebenfalls zu beurteilen sind, wenn es darum geht, entscheidend durchzubrechen. Und auch ein sehr guter Punkt, den er erwähnt. Er sagt, es ist eine symbolische Lieferung, ein symbolischer Akt, dass wir jetzt 14 Leopard 2 Panzer liefern. Das sehe ich tatsächlich aus, und zwar ein sehr gefährlicher symbolischer Akt, weil es kann natürlich in den falschen Hals kommen, beziehungsweise die ganze Situation noch verschärfen, weil vielleicht dann Russland sagt, es ist Kriegseintritt. Ne? Und ich habe ihm das Beispiel mit Iran gebracht. Wenn der Iran Drohnen liefert, ist es Kriegseintritt. Wenn wir Panzer liefern, ist es kein Kriegseintritt. Also irgendwie Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Es ist unabhängig davon, wie wir das einordnen. Es ist eher davon abhängig, was dann Russland sagt, weil es bringt nichts, darüber zu streiten. Ja, ist doch kein Kriegsbeitritt. Wenn Russland sagt, es ist Kriegsbeitritt und hier auf den Knopf drücken, dann haben wir den Schlamassel. Und das gilt es definitiv zu vermeiden. Und ich weiß, dieses Thema polarisiert. Das ist wie bei Corona, Impfung und blablub und so. Entweder bist du dafür oder dagegen oder whatever. Aber ich finde wichtig, dass man auch mal eine andere Stimme in den deutschen Medien hört. Und ich sehe es leider wie Oberst Reisner. Es ist eine gigantische Materialschlacht. Es sieht eher danach aus, dass die Ukraine nicht weiter vorankommt und dass momentan die Zeit für Russland spielt. Und da muss man einfach mal der Wahrheit ins Auge blicken. Das ist das Wichtige. Wenn die Ukraine möchte, dass sie diesen Konflikt für sich gewinnt, wenn sie die eroberten Gebiete wieder zurückholen muss, dann braucht sie natürlich massive Unterstützung bei der ganzen Bandbreite an Waffensystemen in den verschiedenen Domänen der Kriegsführung. Und das ist nicht nur das Landesdomain. Mhm. Sie haben den Abnutzungskrieg am Anfang erwähnt. Wenn wir jetzt auch über Panzer sprechen, sind dort die Panzer sozusagen vor allem wichtig für die Verteidigung der ukrainischen Streitkräfte oder vor allem auch wichtig für den Angriff, um auch Gebiete wieder zurückzugewinnen? Also welche Rolle und welchen Nutzen hätten Panzer ganz konkret für die Ukraine? Ja, der Panzer ist vor allem eine Offensivwaffe. Sie dürfen nicht vergessen, dass der Panzer drei wesentliche Fähigkeiten in sich vereint. Er ist stark gepanzert. Er ist beweglich und er hat hohe Feuerkraft. Das heißt, diese drei Fähigkeiten befähigen ihn, quasi Gelände in Besitz zu nehmen. Er muss das aber immer im Verbund mit anderen Waffensystemen machen, wie zum Beispiel den Schützenpanzer, den er ebenfalls braucht, oder die Artillerie, die er ebenfalls braucht. Also alleine kann man ihn so nicht betrachten. Und darum war es auch so wichtig, dass nach den ersten Zusagen hinsichtlich der Lieferung von Schützenpanzern dann auch die Diskussion bezüglich der Kampfwand entsprechend begonnen worden ist. Mhm. Aber wir müssen die Zahlen in Betracht ziehen, die also hier eine Rolle spielen. Wir haben also einerseits die russische Armee, die ca. 3.300 Panzer hatte am Beginn des Krieges. Von denen schätzt man, da gehen die Expertenmeinungen auseinander, aber unisono schätzt man, dass ca. 1.300 verloren worden sind. Das heißt, die russische Armee hat nach wie vor 2.000 Panzer. Von den eigenen Beständen, die noch in der Tiefe des Landes verfügbar sind, davon geht man aus, ca. 10.000 bis 11.000, ist man... What? Okay, meine Zahlen sind völlig falsch gewesen vorhin. Also anscheinend hat Russland noch 10.000 oder 11.000 Panzer im Land und 2.000 irgendwie wohl im Kriegsgebiet. 1.300 verloren. Und wir schicken 14 Panzer. Was das wohl ausmacht? Wird bestimmt das ganze Kriegsgeschehen sofort auf den Kopf stellen. Im Übrigen, ganz Österreich hat 56 Leopard 2 Panzer. Also ich weiß nicht. Ja, und man muss auch überlegen, man muss ja auch dann die Soldaten in Russland, in der Ukraine, man muss ja dann auch die Soldaten in der Ukraine erstmal ausbilden bei uns. Das dauert ja auch wieder Wochen und Monate. Teilweise auch bei den Abrams von den Amerikanern, da gibt es ja gar keine Ersatzteile, kein Know-how, gar nichts. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Das ist so, wenn du kannst nur Fahrrad fahren und auf einmal musst du Auto fahren oder du kannst nur Automatik und auf einmal ist da die Gangschaltung, die hochkomplex ist. Also ob das tatsächlich die Lösung ist oder ob einfach nur hier dann noch mehr Material kaputt gemacht wird und noch mehr Schaden angestellt wird, das steht in den Sternen. In der Lage, noch einmal zumindest 2.000 in Stand zu setzen. Das heißt, wir haben also insgesamt 4.000 Panzer, die also hier noch verfügbar sind. Diese 4.000 Panzer müssen natürlich niedergekämpft werden. Und wir haben auf der anderen Seite die Ukraine, die also auch laufend Verluste hat. Und die Zahlen, die wir jetzt diskutieren, die sind also sehr, sehr klein. Das sind also Stückzahlen zwischen 10 und 15. Das sind also Kompanieausstattungen. Kompanie ist also quasi ein kleines Element und nicht vergleichbar zu den Tausenden auf der anderen Seite. Und natürlich könnte man sagen, dass die Qualität hier den Unterschied macht. Aber die russische Doktrin war immer eine auf Masse ausgerichtet. Das heißt, man hat immer da gesagt, wir brauchen die Masse, mit der wir dann die qualitätsmäßig höher stehenden westlichen Panzer niederkämpfen können, und da steht einfach die Zahl 4.000 im Raum, um die es hier geht. Wir haben jahrelang
die deutsche Bundeswehr eigentlich kaputt gespart. Und das gleiche natürlich auch bei anderen Regierungen in Europa, zum Beispiel in Spanien, in Portugal, in Italien oder halt wo Sozialisten teilweise in der Regierung waren, die dann immer vor allem beim Militär eingespart haben. Das fällt uns jetzt natürlich auf die Füße. Wenn wir schauen, Spanien will auch ein paar Panzer schicken. Ne? Also ob das jetzt wirklich nochmal irgendwas bringt oder nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, werden wir sehen. Fordert ganz viel Panzer. Jetzt haben Sie auch erwähnt, die Niederlande zum Beispiel, die möchte jetzt Kampfjets liefern. Also können die Länder, die westlichen Länder auch einfach selber entscheiden, was sie liefern möchten oder sollte man vor allem auch auf die Forderung der Ukraine hören? Nun, das ist ja auch das, was ja gerade passiert. Sie dürfen nicht vergessen, der Auslöser für die ganze Panzerdebatte war die Aussage des ukrainischen Generalstabschef Saluschny, der gesagt hat, wenn ihr wollt, dass die Ukraine noch einmal in die Offensive geht, dann brauche ich noch einmal 300 Kampfpanzer, noch einmal 600 bis 700 Kampfschützenpanzer, noch einmal 500 Artilleriesysteme. Und diese Aussage war im Prinzip der Auslöser vor wenigen Wochen, dass man also begonnen hat, hektisch auf europäischer Ebene in Zusammenarbeit mit Amerika zu versuchen, diese Zahlen zu befüllen. Und wenn Sie diese Zahlen betrachten und das jetzt sich anschauen, was auf dem Tisch liegt, sieht man, dass es hier eine klare Ablage nach wie vor vorhanden ist. Mhm. Also die Differenz zwischen dem, was man braucht und dem, was man liefert, ist natürlich gigantisch und parallel dauert das ja auch. Ich meine, wie lange dauert es, bis die amerikanischen Panzer hier drüben sind? Da werden Monate vergehen, bis man die Menschen ausbildet. Also, die CIA hat gesagt, die nächsten 6 Monate sind crucial, also sind kritisch in der Ukraine. Und das sehe ich auch, vor allem, weil Russland sich ja jetzt massiv vorbereitet auf eine weitere Offensive. 60-70% der ukrainischen Infrastruktur ist schon zerstört. Die wieder aufzubauen, wird hunderte Milliarden, wenn nicht Billionen kosten. Oberst Reisner, wie blicken Sie auf diese Panzerdebatte? Können Sie verstehen, dass man dort jetzt aktuell so zögerlich ist? Das sind natürlich politische Fragen, aber trotzdem würden Sie sich wünschen, dass man dort ein bisschen aktiver ist? Und das Tragische ist, dass auch dieser Krieg wieder zeigt, dass es sehr viele Parallelen zu anderen Konflikten gibt. Und ich gehe an dieser Stelle gebe immer das Beispiel des Ersten Weltkrieges. Natürlich waren damals die Rahmenbedingungen anders. Aber das Beispiel, das ich Ihnen jetzt gebe, ist vor allem ein Beispiel des Stimmungsbildes. Ja, wir sind also aus dem Jahr 1914 mittlerweile im Jahr 1915 angekommen. Was hat das Jahr 1915 damals mit sich gebracht? Es war das Jahr der Ernüchterung, weil man nämlich... Hier nochmal der Hinweis auf das Buch Die Schlafwandel. Ich werde es mal unten verlinken. Sehr lesenswert. Und wenn ihr wollt, dann lasst mal einen Kommentar, dann können wir das Buch gerne mal hier im Video besprechen. ...gestellt hat auf beiden Seiten, also alle Konfliktparteien, dass all diese Annahmen, die man getroffen hat, all die Dinge, wo man gedacht hat, das wird sich so tatsächlich umsetzen lassen, die nicht eingetroffen sind. Und man hat also festgestellt, wir müssen also Kräfte mobilisieren, wir müssen... Hier auch nochmal der Hinweis, wir hatten ja in den letzten Monaten, vor allem im Sommer nach der Offensive der Ukraine, immer wieder gehört, ja, es geht voran, der Krieg ist bald vorbei, die Ukraine wird gewinnen, Russland ist total unfähig und man hat die chaotischen Bilder gesehen, der Mobilmachung und immer nur, ja, Propaganda eigentlich, aber halt nicht wahrheitsgetreu. Und das war natürlich das Problem, weil viele Leute dachten, ja, okay, dann ist es so, dann wird der Krieg bald vorbei sein. Jetzt sind wir aber, wie gesagt, bald im ersten Jahr und es sieht nicht danach aus, dass da jetzt bald alles vorbei ist. Kriegswirtschaft anwerfen und so weiter und so fort. Und genau das sehen wir jetzt. Und das sieht man auch sehr schön an dieser Debatte. Es wird also hin und her geschoben. Man wartet auf den anderen. Man möchte keine Alleingänge. Fakt ist, dass während wir diskutieren, faktisch die russischen Streitkräfte Tatsachen schaffen in der Ostukraine. Tatsachen, die auch bedeuten, dass sich die russischen Streitkräfte eingraben. Und je länger sie sich eingraben und je umfangreicher sie das tun, desto schwieriger wird es für die Ukraine werden, diese Stellungen wieder zurückzuerobern. Und das ist die Problematik, die wir hier sehen, dass einfach die Zeit für Russland spielt. Wie am Anfang des Videos schon erwähnt, das Pendel schwingt Richtung Russland. Oberst Reisner, lassen Sie uns auch noch mal auf den Frontverlauf aktuell schauen. Wie verändert sich das gerade? Denn wie wir gehört haben, finden auch wieder vermehrt Kämpfe außerhalb des Donbass statt. Also was sehen Sie da gerade? Genau, also die russische Seite hat seit ca. 48 Stunden immer wieder darauf hingewiesen, dass im Raum Saporoschia, also das ist also nördlich von Melitopol, man Ergebnisse erzielt hat. Man ist also langsam vormarschiert, hat einige Ortschaften in Besitz genommen. Hier schweigt die ukrainische Seite noch zurzeit mit einer Bestätigung. Wir sehen auch, dass es nach wie vor Kämpfe gibt, ostwärts von Kharkiv im Raum Kremina. Beide
Kämpfe, die wir hier sehen, sind sicherlich auch Vorbereitungsmaßnahmen möglicherweise der russischen Seite, um sich quasi in eine entsprechend gute Ausgangsposition für eine mögliche Offensive in den nächsten kommenden Wochen und Monaten tatsächlich vorbereiten zu können. Das deckt sich auch mit den Aussagen des ukrainischen Verteidigungsministers, der gesagt hat, dass es so zu erwarten ist, dass entweder ostwärts von Kharkiv oder auch im Raum Saporosche von russischer Seite Vorstöße zu erwarten sind. Er geht davon aus, dass die Bedrohung aus dem Raum Belarus eher gering ist, dass es vor allem also ein Binden der Kräfte dort gibt. Aber wir können also erwarten, dass Russland versucht, jetzt dieses Momentum der Diskussion in Europa zu nutzen, um einfach wieder auf dem Schlachtfeld der Tatsachen zu schaffen. Mhm. Russland ist wieder erfolgreicher. Heißt das auch, dass die Mobilisierung in Russland doch auch erfolgreicher war, als wir das erwartet haben? Nun, da muss man schon ganz klar sagen, wir haben einfach auch einen Informationskrieg. Das heißt, die Mobilisierung ist angelaufen und wir wurden geflutet von Bildern, die uns den Eindruck gegeben haben, dass das alles im völligen Chaos passiert. Genau. Und das ist es. Warum wurde nicht einfach neutral in unseren Medien berichtet? Warum wurden wir hinters Licht geführt? Warum wurden wir angelogen? Warum diese Propaganda? Und jetzt muss man sich eigentlich ehrlich machen und es ist katastrophal. Es ist ein Dilemma, es ist eine menschliche Katastrophe. Und ja, warum berichtet man nicht einfach ehrlich über diesen Albtraum, über diese Hölle, über diesen Scheißkrieg? Also das bringt ja niemandem was, wenn man hier irgendein potemkisches Dorf aufbaut und in Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Damit ist niemandem geholfen. Da müssen wir uns ehrlich machen. Und das ist dieser Social Media Warfare, die Propaganda mit den Bildern, dass die Kriegsführung auch jetzt im digitalen Raum stattfindet, mit Bildern passiert, mit Videos passiert und so weiter. Und das ist brandgefährlich, weil wir glauben natürlich das, was wir sehen. Und wir haben natürlich keine andere Meinung von dort, weil das, was halt in den Nachrichten kommt, müssen wir glauben oder auch nicht. Klar gibt es noch Twitter und Social Media und Facebook und Instagram, aber beide Seiten betreiben Propaganda. Also man muss sich selber versuchen, ein Bild zu machen. Und im Endeffekt werden wir dann sehen, wer diesen Krieg dann entweder gewinnt, beziehungsweise wer am diplomatischen Tisch die bessere Ausgangslage hat. Die Wissenden oder die Experten, die ein bisschen hinter die Kulissen geblickt haben und sich wirklich die Mühe gemacht haben, im Detail zu analysieren, haben gesehen, dass es zwar anfangs Schwierigkeiten gab, aber dass nach einer gewissen Zeit Russland in die Routine der Mobilisierung eingetreten ist. Und das sehen wir jetzt. Die Mobilisierung ist deswegen ganz wichtig, denn die russische Armee hat von Beginn des Krieges bis jetzt ein großes Manko und das ist der Mangel an infanteristischen Kräften. Und das versucht man jetzt auszumerzen und darum. Und vielleicht erinnert ihr euch, aber ich werde es auch nochmal unten verlinken. Ich habe ein Video gemacht kurz vor dem Krieg und ich bin davon ausgegangen in der Analyse, dass es keinen Krieg geben wird. Weil genau diesen Punkt habe ich auch in diesem Video aufgegriffen, dass es einfach zu wenige Soldaten sind, beziehungsweise eine riesen Materialschlacht und es wäre eigentlich dumm, wenn Putin in der Ukraine einmarschieren würde. Und hey, ich lag falsch auf der einen Seite, auf der anderen Seite lag natürlich richtig. Es war nicht schnell vorbei, es war kein Blitzkrieg, das nach 3 Tagen Kiew irgendwie fällt und man hat diese gigantische Materialschlacht. Und das genau hatte ich auch im Video erwähnt, dass Putin wohl dachte, mit 100, 150, 200.000 Soldaten wird er in die Ukraine reingehen. Nach 3 Tagen ist der Spuk vorbei, der Fisch ist geputzt und die Ukrainer werden die Waffen da niederlegen. Aber Pustekuchen, es ist ein Guerillakrieg geworden, ein Abnutzungskrieg, eine Materialschlacht und dergleichen. Jetzt hat Putin einfach erkannt, er hat zu wenig Soldaten reingeschickt und hätte vielleicht auch noch mehr mit, Drohnen arbeiten müssen und so weiter. Und man hat ja am Anfang auch keine großen Angriffe geflogen und jetzt hat man die Strategie komplett verändert. Wie vorhin schon erwähnt, 60-70% der ukrainischen Infrastruktur ist zerstört, wichtige Verkehrsknotenpunkte, Strom, Trafos, Leitungen etc. Und ja, jetzt musste man diesen Fehler halt teuer bezahlen und schnell beheben und jetzt hat man halt 300.000 oder 500.000 weitere Soldaten mobil gemacht. Und die Frage ist natürlich, wo kommen denn die Soldaten für die Ukraine her? Wie vorhin schon erwähnt, wir haben die 8. Mobilmachung in der Ukraine. Es werden schon teilweise Leute aus Wohnungen rausgezogen. Gibt es auch Videos auf Twitter, beziehungsweise die Soldaten oder die Reservisten werden immer älter, bis zu 60 Jahre alt schon. Es ist so, dass Russland versucht, aus der Mobilisierung Kräfte heranzuführen, mit denen sie wieder in der Lage ist, in die Offensive zu gehen, während ja die ukrainische Seite das Problem hat, mittlerweile in der 8. oder 10. je nach Zählart Mobilisierungswelle zu sein und mittlerweile immer ältere Männer quasi in die Front kommen. Mhm. Das heißt, man muss also sich auch hier eingestehen, dass man wieder Annahmen getroffen hat, die sich so nicht erhalten haben lassen und dass die Mobilisierung offensichtlich dazu führt, dass Russland in der Lage ist, Kräfte heranzuführen und das über den Zeitfaktor bis jetzt gut geschafft hat. Das hört sich so an, dass Sie glauben, dass Russland doch da an dieser Stelle den längeren Atem hat und möglicherweise im nächsten Monat doch das Ziel erreichen kann, die Ukraine einzunehmen? Oder was
glauben Sie, was erwarten Sie da auch für die nächsten Wochen? Vielleicht auch mit Blick auf das Frühjahr, wird da eine Großoffensive von Russland kommen oder wird die Ukraine doch in der Lage sein, wieder anzugreifen? Also ich würde an dieser Stelle noch einmal zitieren, den US. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es vor Monaten schon getwittert, die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine hat weder die Soldaten noch die Waffensysteme noch die Panzer und die Flugzeuge, um tatsächlich jetzt Nägel mit Köpfen zu machen, um die russischen Soldaten sowohl aus dem Donbass als auch von der Krim zu verjagen. Also ich würde sagen, die Chance ist unter 1%. Wer das glaubt, ist meiner Ansicht nach naiv. Und ich sehe da kein, also ich sehe es nicht. Aber bin gespannt, wie ihr das seht. Also ich weiß, einige sehen das so, dass dieser Krieg nur beendet werden kann, wenn jeder einzelne russische Soldat weg ist vom Donbass, von der Krim. Aber bei der Übermacht, I don't see that. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt und auch die von Oberst Reisner. Generalstabschef General Milley, und er hat ganz klar gesagt vor wenigen Tagen, dass er davon ausgeht, dass die Ukraine einen sehr, sehr anstrengenden Kampf versichert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Ukraine in diesem Jahr, er hat also von diesem Jahr gesprochen, das Gebiet zurückzuerobern in der Lage ist, gering ist, außer, das hat er nicht ausgeschlossen, es kommt also zu massiven Anstrengungen in der Unterstützung in der Ukraine. Und hier muss man ehrlicherweise sagen, es gibt zwar große Diskussionen, aber die Lieferung von wirklich geballten Mengen von Kampffahrzeugen, Panzern und so weiter in die Ukraine, die sehen wir momentan nicht. Und das ist das Problem. Aus militärischer Sicht ist immer die Masse ausschlaggebend. Das Wenige, auch wenn es qualitativ hochwertig ist, kann natürlich einen Effekt erzielen. Aber die Masse, die macht es möglich, einen Konflikt zu seinem Gunsten quasi zu entscheiden. Und das ist natürlich immer noch nicht der Fall. Mhm. Bedeutet, dass Russland hier auf die Zeitkarte setzt und sich einfach in die Voraussetzungen daher günstig für sich schafft, dass sie quasi in der Lage sind, im Frühjahr anzugreifen. Und vergessen Sie nicht, wir haben ja dazu noch immer auch die strategische Ebene, wo Russland nach wie vor die kritische Infrastruktur der Ukraine treffen kann und auch schon sehr schwer getroffen hat. Ich habe vor einigen Wochen mit Ben Hodges an dieser Stelle gesprochen und er hatte vorausgesagt, dass im Sommer die Ukraine in der Lage sein wird, die Krim wieder zurückzuerobern. Sehen Sie so etwas oder müssen gerade dafür genau die von Ihnen angesprochenen Waffenlieferungen auch passieren? Oder würden Sie mit Ben Hodges da mitgehen? Nun, wenn Sie anschauen, was Ben Hodges in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat, so müsste eigentlich die Ukraine diesen Konflikt bereits gewonnen haben. Genau, Ben Hodges hat nämlich schon vor Monaten gesagt, die Ukraine wird gewinnen, macht riesen Fortschritte, es wird nicht mehr lange dauern und so weiter. Russland ist kurz vor dem Ende. Und das ist genau diese Social Media Warfare, diese Propaganda, um halt vielleicht auch dann dem Westen oder den Ländern Waffen aus dem Ärmel zu leiern, Milliarden dort reinzustecken, die Stimmung, das Sentiment aufrechtzuerhalten in den Bevölkerungen, in den einzelnen Ländern, dass man denkt, ja gut, ist ja bald vorbei, komm, wir schicken noch ein paar Waffen. Und es steigert sich ja immer wieder. Erst war es irgendwie Hilfsmittel, dann war es Geld, dann waren es Waffen, kleinere Waffen, Munition, jetzt sind es Panzer, dann kommen jetzt vielleicht Flugzeuge und dann kommen vielleicht sogar noch Bodentruppen. Wer weiß, also das Ganze scheint zu eskalieren, würde leider auch in die Zyklen reinpassen. Aber hoffen wir mal, dass es soweit nicht kommt. Und deswegen ist Aufklärung umso wichtiger. Deswegen dieses Video unbedingt teilen von Oberst Reisner. Also wirklich, teilt es an eure Freunde, Bekannte, egal ob mit Ukraine-Flagge vorm Haus oder im Profil bei Twitter, Facebook und Co. oder nicht. Weil ich denke mal, das ist wirklich die beste und nüchternste Analyse, die ich seit Beginn des Krieges im deutschen Fernsehen gesehen und gehört habe. Auch hier muss man verstehen, das ist natürlich ein ganz klarer Teil auch der Informationskriegsführung. Hier geht es darum, die Moral hochzuhalten. Ja, er hat auch jetzt vor kurzem wieder gesagt, die Ukraine braucht eine starke Brigade, um die Krim zurückzuerobern. Ich wäre da kritisch, eine Brigade, das sind ungefähr 5000 Soldaten. Ich würde da eher an ein Element in der Größe eines Korps denken. Korps sind also 30.000 bis 40.000 Mann. Das ist also schon eine realistische Zahl. Auch hier... vertreibt der Oberst Reisner jetzt mal ein bisschen Hopium und Durchhalteparolen, weil wie soll bitte die Ukraine mit 30.000 oder 40.000 Soldaten die russischen Soldaten von der Krim verjagen? Auch das sehe ich nicht. Wir müssten da ganz von ganz anderen Zahlen sprechen. Es wäre ein Riesenmassaker und das gilt es eigentlich zu vermeiden für beide Seiten. Muss man ganz klar verstehen, die Ukraine braucht massiv Kräfte. Einerseits muss sie diese bereitstellen, andererseits ausstatten, damit sie wieder in die Offensive gehen kann. Und wenn es also nicht einen überraschenden Effekt gibt, mit dem wir alle nicht rechnen können, dann wird es ein langer, schwieriger Kampf werden, so wie der US-Generalstabschef Milley das gesagt hat. Einschätzungen von Oberst Markus Reisner. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit heute.
Ja, auch ich danke Oberst Reis nochmal für die ehrlichen Worte und für diese objektivere Analyse anstelle dessen, was wir sonst in den letzten Wochen, Monaten teilweise fast schon als Propaganda gehört haben. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr? Ist der Oberst Reisner auf dem richtigen Pfad? Ist es die realistische Einschätzung der momentanen Lage in der Ukraine? Und wie gesagt, wenn ich das alles höre, das klingt nach einem jahrelangen Stellungskrieg mit Grabenkämpfen beziehungsweise nach einer gigantischen Materialschacht mit Horror, Leiden und etlichen Menschenleben, die da auf dem Schlachtfeld zum Opfer fallen. Und das gilt es meiner Ansicht nach zu vermeiden, egal woher ein Mensch kommt. Also Krieg ist das Schlimmste überhaupt. Das ist immer ist gar keine Lösung, finde ich. Das sollte vermieden werden. Und unabhängig davon, wie man jetzt zu dem ganzen Krieg steht, ich glaube tatsächlich nach wie vor, statt Waffen sollte man Diplomaten schicken und man muss jetzt einfach sich an den Tisch setzen. Und ich glaube, die Zeit ist reif, dass jetzt mal Biden zum Telefonhörer greift und dass man jetzt vielleicht über das Minsker Abkommen widerspricht, weil das war ja eigentlich die gute Grundlage für den Frieden. Das weiß kaum jemand, was ist eigentlich das Minsker Abkommen? Wisst ihr es? Falls ihr es nicht wisst, schreibt es in die Kommentare, mache ich ein extra Video dazu. Aber es gibt Minsker Abkommen 1 und 2. Es wurde mit dem damaligen französischen Präsidenten, mit Angela Merkel und mit dem Präsident der Ukraine und Putin verhandelt, wie man den Donbass befrieden kann. Beide Seiten haben sich darauf verständigt. Es war die Grundlage da. Problem war, es wurde nie umgesetzt. Ja? Und das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, um den ganzen Spuk ein Ende zu setzen. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Seid ihr für noch mehr Waffenlieferungen, um die Ukraine zu stärken oder eben nicht? Aber wenn ich das höre, ich habe aus dem Subtext rausgehört bei Oberst Reisner massive Unterstützung. Das bedeutet ja irgendwann, wenn die Ukraine keine Soldaten mehr hat, dann müsste man ja im Endeffekt eigentlich Soldaten schicken, also wahrscheinlich dann Soldaten aus der NATO. Und wenn man auf Twitter und so weiter die Videos schon anschaut, dann hört man schon sehr viel Soldaten, die kein Russisch oder Ukrainisch sprechen, sondern eher Englisch. Also es sind schon, und ja, dann eskaliert es komplett. Dann hätten wir tatsächlich den Dritten Weltkrieg wieder in Europa, weit weg von den USA. Viele sagen, er ist ein Stellvertreterkrieg und ja, sehe ich teilweise natürlich auch so. Immer cui bono fragen, wem dient es, wer ist der Profiteur der ganzen Geschichte und wer hat übrigens die Nord Stream Pipeline gesprengt. Auch das nach wie vor ein Rätsel. Gut, ich bin auf eure Meinung gespannt. Gebt mir mal ein Feedback, ob ihr öfters so Reaction-Videos haben möchtet, ob das für euch interessant ist, Mehrwert liefert, würde mich freuen. Lese ich dann mit großer Aufmerksamkeit. Jetzt entlasse ich euch ins Wochenende. Ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende. Bleibt tapfer. Denkt positiv und denkt daran, wegen 302.000 aufgeweckten Seelen, die auch andere Meinungen zulassen, die respektvoll miteinander umgehen, die offen sind, die flexibel sind und die versuchen einfach die Wahrheit zu finden, ist die Welt da draußen besser, als wir immer glauben. Herzlichst, euer Marc.